Hallo, in diesem Video geht es um eine Länge von Strecken im Körper. Hier haben wir zum Beispiel ein Quader bzw. zwei Quader und die Frage ist natürlich, wie lang sind die gesuchten Strecken? Im ersten Beispiel habe ich die Strecke von A nach F. Um an die Streckenlänge heranzukommen, brauche ich einerseits natürlich die Spezialeigenschaften des Körpers. Also hier habe ich zum Beispiel einen Quader. Das bedeutet, alle sechs Flächen bestehen aus Rechtecken. ABFE ist ein Rechteck, BCGF ist ein Rechteck und so weiter und so fort. Das sind alles Rechtecke, auch wenn es in der Zeichnung zum Beispiel ABFE als Rechteck auch aussieht, aber BCGF hier das am Rand eigentlich nicht aussieht wie ein Rechteck, aber es ist in Wirklichkeit trotzdem eins. So, einmal brauche ich das und es kann passieren, dass ich auch Stützdreiecke braucht. Das heißt, ich kann die Strecke nicht direkt selbst ausmessen, weil sie irgendwie schräg im Raum drin liegt und irgendeiner Verzerrung unterworfen ist, die ich nicht kenne. Dann muss ich auf Dreiecke ausweichen, indem diese Strecke drin liegt, von denen ich nicht zum Beispiel Maße kenne und die ich dann extra daneben nochmal zeichnen kann. Wie funktioniert das? Bei meinem ersten Beispiel sieht man, glaube ich, recht schnell, die Strecke AF liegt direkt auf meiner Zeichenebene. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Dreieck bilde, A, B, F, diese Strecken sind alle in Originalgröße, Originallänge. A, B sind hier tatsächlich 5 cm, B, F sind tatsächlich 3 cm. Das heißt, ich kann einfach mein Geodreieck nehmen, anlegen und messen, wie lang diese Strecke ist. 5,8, also brauche ich in diesem Fall hier eigentlich kein weiteres Stützdreieck. So, damit wäre die erste schon fertig. Gehen wir auf die nächste. Hier sehen wir jetzt die Strecke BG. Die ist jetzt so eingezeichnet, dass die irgendwie so schräg hinten in den Raum zeigt. Ja, also das so ist ja die Tiefe des Körpers, die angedeutet wird. Das heißt, die Strecke BG ist nicht mehr im Originalmaß. Weil unten die Strecke BC, das ist eben eine verkürzte Strecke. Die ist nicht mehr original 4 cm in der Zeichnung, da ist sie kürzer. Aber würde ich den Körper in der Hand halten, dann hätte er natürlich immer noch die Zeichenkante von 4 cm. Wie gehe ich jetzt hier vor? Weil hier kann ich nicht das Geodreieck anlegen, hier brauche ich jetzt das Stützdreieck. Ich suche mir ein Dreieck, in dem diese gesuchte Strecke drin liegt, diese BG. Zum Beispiel bietet sich an, B, C, G, B, dieses Dreieck zu nehmen. Was kenne ich alles draus? Ich kenne unten die Strecke BC mit 4 cm, ich kenne die Strecke CG mit 3 cm und zusätzlich kenne ich hier noch diesen Winkel. Das ist ein rechter Winkel. Sieht zwar überhaupt nicht danach aus, allerdings weiß ich ja durch den Körper, da es ein Quader ist, dass die Fläche BCG ein Rechteck sein muss. Und Rechtecke haben halt 90 Grad Winkel drin. Ja, also hier kommt diese verzerrte Optik ins Spiel, dass ich sagen muss, ja, in der Zeichnung ist es jetzt ein 135 Grad Winkel, aber in echt ist da nach wie vor ein 90 Grad Winkel drin. Und jetzt gehe ich her und zeichne genau dieses Viereck BCG in Originalmaßen. Ich fange unten an mit der Strecke BC, die ist 4 cm lang. Dann muss ich das schnell ausrichten. So, jetzt einigermaßen gerade, 4 cm heißt so lang. Hier ist mein Punkt B, hier ist mein Punkt C. Und jetzt im rechten Winkel drauf die Strecke CG. Geodreieck nehmen, rechtwinklig ausrichten. Und die CG sind 3 cm. Das heißt, hier 3 cm nach oben bekomme ich hier meinen Punkt G. Das ist jetzt mein Stützdreieck. Das Ding muss jetzt noch verbinden. So. Und jetzt kann ich hier in diesem Stützdreieck, das ich jetzt hier gezeichnet habe, meine gesuchte Länge abmessen. Ich habe hier, ich habe 3 und diese Strecke ist 5 cm lang. Also habe ich jetzt mit Hilfe von Stützdreiecken die gesuchte Länge herausbekommen. BG sind 5 cm. Gut, nächste Aufgabe. Ich habe jetzt hier die Strecke AG. Ja, man sieht wieder, die geht so schräg in den Raum rein. Der Punkt G ist ganz hinten im Raum, der Punkt A ist ganz vorne im Raum. Also habe ich hier auch wieder eine Strecke, die mit irgendeinem unbekannten Faktor gestreckt ist. Ich kenne die Originallänge nicht. Ich kann hier auch nicht abmessen. Das bringt die falsche Originalgröße raus. Ich muss das Ding also wieder in Stützdreiecke einarbeiten. Ich suche mir Dreiecke, in dem die Strecke AG drin liegt.
Es gibt manchmal mehrere Möglichkeiten. Ja, also hier gibt es zum Beispiel sehr viele. Ich suche mir jetzt das Dreieck ACG raus. Das ist ein schönes Stützdreieck. Ich kenne hier CG mit 3 cm. Was ich noch kenne, ist zum Beispiel hier dieser Winkel. Ja, im Quader steht die Strecke CG senkrecht auf der Grundfläche, weil es der Höhe entspricht und Höhen stehen immer senkrecht zur Grundfläche. Also habe ich hier einen rechten Winkel drin. Was ich noch nicht kenne, ist die Strecke AC. Ja, hätte ich die jetzt noch gegeben, dann könnt ihr jetzt hier das Dreieck zeichnen und die AG ausmessen. So, was ich jetzt natürlich machen kann, ist einfach ein zweites Stützdreieck bilden. Wenn ich sage, ja, AC ist momentan unbekannt, in welchem Dreieck liegt denn die AC drin? Ja, im Dreieck ABC. Also einfach noch ein zweites Stützdreieck einzeichnen. Hier kenne ich die 5 cm, hier kenne ich die 4 cm und hier liegt ein rechter Winkel drin. Warum? Es ist ja die Grundfläche von dem Körper. Und wir haben ja vorher anfangs erwähnt, in einem Quader habe ich lauter Rechtecke als die Seitenflächen. Also auch die Grundfläche ist ein Rechteck, ist so beim Quader. Also habe ich einen rechten Winkel drin. Damit kann ich dieses untere Stützdreieck von ABC problemlos zeichnen. Mache ich gleich rechts. Ja, ich muss 4 cm nach oben, also gehe ich ein bisschen weiter runter. So. Also, ich fange an mit der Strecke AB. 5 cm. Ja. Jetzt. So. Hier ist mein Punkt A. Hier ist mein Punkt B. Ich mache es, glaube ich, noch ein bisschen höher, weil nachher die Aufgabe drunter könnte noch ein bisschen Platz brauchen. Also AB mit 5 cm. So, senkrecht drauf kommt jetzt die Strecke BC. Ein bisschen drehen noch. Andere Richtung. Jetzt habe ich einen schönen rechten Winkel. Anlegen BC sind 4 cm. So. Habe ich hier oben meinen Punkt C. Verbinden. Und damit kann ich jetzt automatisch die Länge der Strecke BC. War jetzt ein bisschen unsauber. Papier schafft man das ein bisschen schneller. Ja, machen wir es so. Abmessen, wie lang das ist, kann man jetzt auch machen. Bei mir circa 6,4 cm. So, also ich habe die Strecke AC, kriege ich hier in meine Skizze herein. Da. AC ist jetzt bekannt mit 6,4. Damit kann ich jetzt auch das grüne Stützdreieck zeichnen. Entweder ich mache jetzt einfach noch eine Zeichnung daneben. Ja, beginne hier mit 6,4 cm und mache dann 3 cm nach oben. Oder ich füge es gleich hier in dieses Dreieck an, das ich schon gezeichnet habe. Da habe ich meine AC schon drin, die ist schon bekannt. Und jetzt habe ich ja vorhin festgestellt, die Strecke CG, das ist die Höhe, steht also senkrecht auf AB. Auf AC drauf, auf der Grundfläche drauf. Nehme das Geodreieck, lege es senkrecht an und messe jetzt die Strecke CG, also 3 cm ab. Hier ist mein Punkt G zu finden. Und jetzt das zweite Dreieck nochmal verbinden. So, und kann jetzt hier die Strecke von A nach G bequem abmessen. Da folgt daraus, von A nach G sind es 7 cm. Ja, also dafür brauche ich die Stützdreiecke. Bei der Pyramide geht es genauso. Ich suche mir meine Stützdreiecke für die Strecke ES. Gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Von E nach M zu S hoch zum Beispiel. Dann habe ich das Dreieck, das Stützdreieck EMS. Was kenne ich daraus? Ich kenne die Strecke EM mit 6 cm. Dann gilt wieder, die Höhe steht senkrecht zur Grundfläche, also habe ich hier einen rechten Winkel drin. Und wenn ich jetzt noch die Strecke EM kennen würde, dann könnte ich wieder sofort loszeichnen. Kenne ich die? E ist der Mittelpunkt von AB. Ja, ist jetzt durch die Aufgabe gegeben, habe jetzt keinen Text dazu geschrieben. Wenn einer dabei steht, müsste das eben entsprechend markiert sein. Dadurch gilt jetzt, dass die Strecke von E über M, nehmen wir den Punkt hier hinten mal F,
parallel zur Strecke BC bzw. AD liegt. Ja, parallel und in einem Rechteck, unten drin ist ja Grundfläche der Rechteck, heißt auch, dass die Strecke EF gleich lang ist wie die Strecke BC. Und damit ist die Strecke von E nach M genau 2 cm. Damit kenne ich alle Größen und ich kann zeichnen. Ja, ich nehme das Stützdreieck und zeichne mein EMF. 2 cm. So. Hier ist mein Punkt E, hier ist mein Punkt M. Hoppla, jetzt war ich zu schnell. Jetzt brauche ich noch die Höhe drauf, das heißt 6 cm. So, ein bisschen ausrichten noch. Ja, ist ja gut. Jetzt 6 cm abmessen. So. Oh, hier ist mein M verloren gegangen. Das ist mein Punkt S. Ja, habe ich mich anlang des Stützdreiecks gehangelt. Von E nach M sind es 2, von M nach S sind 6 cm. Und jetzt muss ich das Ding noch verbinden. Ja, versuchen wir nochmal genauer zu machen. Ja. So. Und jetzt noch zum Schluss einmal abmessen, wie lang ist die Strecke. Sind bei mir jetzt grob 6,4 cm. Also ES sind 6,4 cm. Ja, und so kann ich die Strecken in einem Körper problemlos messen, wenn ich einfach rechts daneben die ganzen Stützdreiecke entsprechend zeichne.